glaube eher, wenn man auf die Tabelle guckt, dann sieht man, wer einen gewonnen hat und zwei verloren hat. Ich glaube nicht, dass wir gezwungen waren, hier zu gewinnen heute. Man hat auch gesehen, beide Mannschaften haben sich gerade auch in der ersten Halbzeit komplett neutralisiert. Wir hatten eine, ich sag mal, 1000-prozentige Chance, die wir leider nicht gemacht haben. Ansonsten war nicht viel los, was Torchancen anging, aber wir können mit dem 0 ganz gut leben. Ja, wir sind zufrieden mit der Leistung, haben wir gerade eben auch nochmal besprochen. Wir wollten hier die Null halten, das war uns ganz wichtig, das haben wir geschafft. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass hier eine Mannschaft war bei Dassenhof, die so wenig zugelassen hat. Das war unser Ziel heute. Leider ist uns das nicht geglückt, auch vorne Akzente zu setzen, 2-3 Mal ja, aber das haben wir da nicht gut zu Ende gespielt. Aber wir nehmen den Punkt mit und das ist ein weiterer Schritt, wo wir hinwollen. Ja, ich würde sagen, die Stimmung ist eigentlich ganz positiv. Zum Ende hin haben wir gesagt, wir nehmen das 0-0 mit, wir gewinnen einen Punkt, Vicky verliert zwei. Ja, wir haben Vicky auf Abstand gehalten, das war wichtig und doch, die Stimmung ist mehr positiv als negativ. Verlieren durften wir natürlich nicht, wäre nicht gut gewesen, aber es sind ja noch genügend Spiele. Ja, und wir müssen einfach auf uns schauen. Ich gucke eigentlich nie auf andere, was Dassenhof macht und wie sie, sondern wir müssen gucken, dass wir uns entwickeln und dann, wenn die Entwicklung da ist, werden auch die Ergebnisse stimmen. Davon bin ich sehr überzeugt und das war heute schon wieder ein ganz, ganz wichtiger Schritt. So gehen die Jungs mit ein bisschen breiter Brust raus, das dritte Spiel zu null. So muss es sein und dann werden wir auch unseren Weg weitermachen. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch gegen sehr guten Gegner gespielt, darf man nicht vergessen, die uns auch wenig Raum angeboten haben, die nicht, was mich gewundert hat, versucht haben, wirklich dieses Spiel zu gewinnen, weil, wie gesagt, sie mussten eigentlich gewinnen, um weiterhin richtig dick im Geschäft zu sein. Und sie haben uns wenig angeboten. Es ist nicht einfach, hier Fußball zu spielen, den Ball laufen zu lassen. Für die Spieler, die gerne ins Dribbling gehen, ist es auch schwierig. Also beide Mannschaften haben defensiv gut gearbeitet. Wir hatten, glaube ich, die allergrößte Chance des Spiels. Wenn er reingegangen wäre, wäre es optimal gelaufen, aber wir sind auch so nicht böse.